Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forest Village. Ja, wie ihr gerade seht, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe eine kleine Brücke gebaut und jetzt bauen die hier tatsächlich unseren, ja, wie nennt sich das? Unser Fischfarm sozusagen. Hier werden wir jetzt unsere Fische farmen. Mal gucken, wie das hier läuft. Ich bin echt mal gespannt, wenn das fertig wird. Warte mal, ich werde das mal hier bei der Seite packen. Bisschen Zeit hat er ja noch. Aber ich bin da echt mal gespannt, was daraus wird. Und wie das vor allen Dingen wird. Dann habe ich hier ja, wie gesagt, einen Jäger. Aber irgendwie... Ah, okay. Warum will er da nicht arbeiten? Hallo? Arbeite doch mal. Ganz ehrlich. So, dann habe ich hier noch... Ich werde die Leute wieder alle in den Minen und so schicken. Na, nicht so viele. Zack, hier 12 rein. Da 12 rein. Wir haben einfach zu viele Leute. Ja, das heißt, ich werde hier auch nochmal... wenn ich jetzt anfange, wieder Häuser zu bauen, ich werde auch das Feld machen. Die Vogelscheuche. Das Feld werde ich machen. Ja, ich werde jetzt alles so nach und nach bauen. Oder bauen lassen. So. Dann habe ich ja gesagt, wollte ich auch das hier bauen, ne? Die Scheune muss gebaut werden. Richtig, die Scheune muss gebaut werden. Und das Lager muss gebaut werden. Genau, und dann mache ich hier zwischen noch die Laterne hier. So. Dann lasse ich den Wochenmarkt noch bauen. Guck mal, zack, die sind fix, ey. Guck mal hier an, ey, wie das hier schon aussieht. Das sieht ja nicht schlecht aus hier, ne? Also ich beobachte das die ganze Zeit gerade hier so ein bisschen. Ich habe hier so ein bisschen eingestellt. Ich habe vorher gespeichert, falls wieder so ein Scheiß passiert, so wie gerade eben. Ja, ich habe jetzt auch versucht, das ranzugehen. Also richtig gerade dran ist das nicht am Steg hier. Also so richtig gerade geht das nicht. Aber gut, es soll eine Brücke entstehen und, dann geht das über Wasser hier. Also ich bin da echt mal gespannt, ob da wirklich Fische kommen oder... Und hier ist sogar ein richtiges Netz und so. Also da bin ich echt mal gespannt, ey, ob da viele Fische reingehen oder... Ja, da bin ich echt gespannt, was da noch draus wird. Und dann habe ich... Alter, ja, jetzt sind viele Leute gerade unterwegs. Warte mal. Ich kann auch mal wieder ein paar Leute... Ich mache jetzt mal 11 Leute zum Arbeiten hier, zack. Ich kann auch mal wieder ein paar Leute zum Bäume hacken bringen. Oder halt alle Ressourcen. Denn hier so an der Seite sind immer mal so ein paar Ressourcen, die gesammelt werden können. Guck mal, hier 205 Bäume. Hier habe ich zum Beispiel wieder einen Baum. Zack. Oh, guck mal, die Mühle steht. Wie geht das denn? Ja, gut. Ja gut, aber wo kommt jetzt, das heißt, ich werde in dieser Mühle, werde ich mal gucken, ob ich hier Gerste machen werde. Und das heißt, wir brauchen noch ein Gerstenfeld. Auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall 2 Leute für, aber wir werden hier noch keinen einstellen. Erstmal, weil wir haben ja noch keine Gerste da. Und wir haben hier auch in der Nähe noch kein, wir haben hier in der Nähe auch noch kein Weizenfeld. Weil das Weizen müsste von ganz hier hinten... nach da hinten hingebracht werden. Das wäre jetzt auch nicht so schön. Dann werde ich auf jeden Fall, wenn das fertig ist, dann kommt der Wochenmarkt. Und der Marktplatz hier. Das werde ich mal anfangen zu bauen hier so langsam. Und dann kommen die Schritte hier, die kommen dann langsam. Und dann werde ich hier langsam bauen. Also ich habe eine neue Errungenschaft. Ich habe 120 Leute da. Ich habe Village-Errungenschaft. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was sie kann, aber egal. Ist hier denn jetzt der Jäger? Wird er hier jetzt jagen? Wird er denn jetzt hier jagen? Ich habe keine Ahnung. Guck mal da, Fischfarm. Guck mal. Wow, die läuft schon. Wie viele Leute muss ich denn da einstellen? Einen brauche ich da nur einstellen. Ja, wahrscheinlich immer nur das. Ja, ich hol mal eben den Fisch ab. Ja, ist okay. Gut, hol mal ab. Oder? Wie viele Leute müssen wir da? Ein Face ist da drin. Jetzt. 6 Jahre.
Fischzüchter, sehr gut. Okay, ist geil, dass das nur einer braucht. Das finde ich gut. Gut, dann kriegen wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Fisch. Und dann gucken wir gleich mal, was hier abgeht noch. Und der Marktplatz, den will ich noch bauen. Der Marktplatz, der kommt noch. Aber wir müssen erstmal warten, bis die Leute hier alle mit dem Bauenfähig sind. Alter, was geht denn hier ab, ey? So schnell kann ich gar nicht die Leute einteilen. Gut, die Scheune scheint fähig zu sein. Was lagern die hier drin? Guck mal, die ist erste Fleisch und Fisch und so kommt da rein. Sehr geil. Leder auch. Finde ich schon mal super. Dann mache ich gleich hier, zack, dann lasse ich das nächste gleich bauen. So. Wochenmarkt. Da bin ich ja mal gespannt beim Wochenmarkt. Bin ich mal echt gespannt, was das wird. Ach, hier kann ich auch keine Leute einstellen, dann, ne? Hier im Winter sind keine Bienen. Da brauche ich dann auch keine Bienenzüchter einstellen. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Das bedeutet, ich kann ab in der Nähe von Bäumen und Pflanzen erhöht sich die Honigproduktion. Ja, wenn man jetzt Bäume und Pflanzen hätte. Ah, das ist dann so ein Thema, ne? Alles klar. Ich hoffe, der nimmt noch auf. Ja, er nimmt noch auf. Ich habe hier gerade ein das Fenster war gerade schwarz bei mir. Also, ich hoffe, ich kann hier noch weiter gucken. Okay, geht noch. Und die Aufnahme ist auch noch gedrückt. Naja, man weiß ja nie so genau, was hier passiert. 10 Jugendliche haben wir. 17 Babys. Okay, ist schon wieder einer jugendlich geworden. Sehr schön. Sehr schön. 122 Leute. Also wie einfach die Gebärdenfreudig sind. Finde ich super. Das heißt, Lagerhaus ist auch fertig. Ja, gut, okay. Das heißt, wir können mal gucken gleich auf dem Marktplatz. Ah, komm mal an hier. Hier kommt der erste Stand. Ja, warte. Hier ist Obst, Obst, frisches Obst. Noch nicht fertig, aber egal. Ich sag schon mal Obst. Ganz frisch. Frisch vom Baum. Auch nicht schlecht. Der Wochenmarkt, genau. Ich hab Kartoffel, frische Kartoffel, frische Kartoffel habe ich hier. Ja, nächster Stand ist fertig. Ah, hier kommt auch noch ein Stand. Warte mal, was könnten wir da denn verkaufen? Ich habe Äxte, Schwerter, Pickaxe. Ich habe alles habe ich da. Oh, guck mal, jemand ist gestorben. Ich glaube, ich muss hier mal am Marktplatz nochmal so einen Scheiterhaufen wieder machen, weil jetzt, die Nahrung ist niedrig. Wo geht das schon wieder los mit der Nahrung? Ah, ist doch nicht wahr. Ich müsste mal eben gucken, wo haben wir denn überhaupt den Scheiterhaufen? Das ist ein Scheiterhaufen, ne? Ne, das ist ein Brunnen. Das ist eine Gruft, das ist der Scheiterhaufen. Dass wir hier wieder in der Stadt, so in der Mitte, hier wieder so einen schönen Scheiterhaufen machen. Plupp. Einfach hinstellen, aufstellen, können die Leute schön verbrennen. Oh, schon fertig? Ne, noch nicht ganz. Also zwei Schritte noch, dann ist der Wochenmarkt auch schon fertig. Ja, dann werde ich noch die Häuser bauen. Und dann können wir mal endlich mal gucken. Nicht, dass der Bestand noch niedrig ist oder so. Aber was ist mit den Hühnern eigentlich los? Warum legen die so wenig Eier? Haben wir noch Hühner? Muss ich vielleicht noch einen anderen Hühnerstall bauen oder was? Oder dass ich da die Hühner hinwechseln muss? Zu dem Hühnerstall? Ich weiß das nicht so genau, ob da was gemacht werden muss. So, jetzt ist der Wochenmarkt fertig. Und was wird da jetzt verkauft oder so? Ein Jahr alles. Alles, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Hier können nur Kartoffeln ich werde nur Kartoffeln machen. Ja, damit die Leute hier nicht alle verhungern. Zack, und hier auch wieder. Na. Kartoschkis. So, 952. Dann werde ich nämlich anfangen, hier das Haus zu bauen. Ja, jetzt wird alles nach und nach gebaut.
Das Haus wird gebaut. Heißt, wir werden jetzt alles schnell. Also, es wird jetzt, ein bisschen schnell gehen, jetzt alles, ne? Ich werde hier noch das Haus bauen. Habe ich ja gesagt, will ich noch das Haus bauen. Das werde ich auch schnell noch ausbauen, dann in 4. Das heißt, das muss ich jetzt im Auge behalten. Das Haus. So, ich mache jetzt mal 5 Leute hier hin. Wir haben jetzt 21 Felder, haben wir jetzt. Und wir werden immer mehr. Und ich muss das jetzt, wie gesagt, im Auge behalten, damit das gleich auch ausgebaut werden kann in 4. Nicht in 3 Leuten, sondern dass das 4 Leute nutzen können. Und ja, gut, ich bin hier mal. Sehr schön. Es läuft hier ganz schnell gerade. Kann es sein? Ich habe doch auch 5 nur. Also Geschwindigkeit 5, meine ich. Warum läuft das jetzt so schnell? Was ist denn hier los? Macht noch nicht. Zieht da noch nicht ein. Zieht da noch nicht ein. Zieht da noch nicht ein, bitte. Komm, einen Schlag noch. Dann bist du doch fertig. Ja, komm. Ich muss das jetzt beobachten, leider. Weil ich will ja ausbauen. In 4 Leuten. Also für 4 Leuten. Aber wenn er hier nicht ran sieht, dann... wenn ich jetzt mich um was anderes kümmere, dann sind da die Leute drin. Und dann wird abgegradet. Zack. Und dann gehen da 4 Leute rein. Und dann gehen einfach zu viele Leute da rein. Dann ist das auch wieder schade. So, ja, hier kann noch nichts gemacht werden. Hier ist noch minus 1. Wir haben jetzt Frühling, ne? Mach doch mal endlich die Felder und so. Guck mal, so schnell. Hä? Alles klar. Irgendwie ging das gerade viel zu schnell. Leute, was geht denn hier ab? Plus 1. Okay, dann werde ich mal die Leute alle aus dem wieder rausholen. 4, jetzt werde ich die Leute hier erstmal wieder alle reinpacken. Drei, hier mache ich 2 rein, sehr geil. Dann habe ich hier noch einen über, 3 über, 3 Leute, dann werde ich noch, die Felder müssen noch gemacht werden dann. Hier ist der Wochenmarkt. Hier wäre noch so ein Marktplatz, was noch wichtig wäre zu machen. Das könnte ich mal in Angriff nehmen hier. Das ist übrigens der Marktplatz von der Burg. Ja, deswegen habe ich den einfach mal hier hingestellt. Ja, und die Schweine werden hier alle wieder massakriert hier. Was ist denn hier los? So, wir müssen auf jeden Fall... Warte mal, nein, nein, nein. Oh nein, machen die hier schon irgendwas? Nein, ich will hier Gerste machen. Gib mir Gerste, bitte. Keine Kartoffeln, bitte. Und so, ich muss das jetzt leider beobachten. Mit den Schweinen. Wo sind die Tiere? Wo kommt da Dings her? Was kann das sein, dass hier andauernd immer Tiere sterben hier nach und nach? Weil hier sagt er immer, Angriff eines Tieres. Von wem? Von einem Mensch oder was? Oder ist Bigfoot hier in der Nähe? Oder was ist hier los? Oder kommt von oben einer angesprungen? Weg bin ich. Was ist denn hier los? Von wo kommt das Tier her? Das würde ich ja gerne wissen. Das sind Sachen. Fischer ist gestorben in Altersschwäche. Ja gut, dann wird er halt ersetzt. Und schon sind es wieder ein paar Lawinen. Wir haben wieder 120. Müssen wir nicht wieder jetzt wieder die neue Errungenschaft kriegen? Okay. Nee, ist ja gut. So, irgendwo muss aber das Tier sein, das uns dazu führt. Warte mal, was haben wir hier an Sachen drin? Kommt das hier? Kommt nicht das Brennholz? Doch, hier ist auch das Brennholz drin. Warum ist in der Scheune das Brennholz drin? Das kann doch lieber im Lagerholz sein. Weil hier im Lagerhaus ist fast gar nichts drin. Gut, okay, da ist das ganze Lehm drin, weil das ist da besser gebaut, auf jeden Fall. Ja, was ist mit dem Alkohol eigentlich? Weißt du, Bull rum? Dann sieht Zeit auch um. Was? Nein, ist nicht um. Haben wir hier trotzdem nur 12 Fässer? Wir haben noch 3 Fässer. Okay, irgendwas habe ich da gerade. Hä? Habe ich da gerade irgendwas aktiviert oder was?
Also ich könnte jetzt mal Dings machen, weil mal wieder Kohle und so. Habe ich ja, genau, das könnte ich machen. Könnte ich ja mal wieder ein paar Gusseisen machen, dass hier nochmal ein paar primitive Werkzeuge hergestellt werden. Und ich könnte auch mal den nochmal einsetzen. Ist der da eingesetzt? Der ist so eingesetzt. Okay, der macht auch. Okay, ja gut. Dann soll er machen. Dann soll er bis 200. Nee, 200 ist. Dann soll er bis 100 machen. Und dann ist erstmal Feierabend mit Werkzeugen. Dann kann ich den nur wieder gebrauchen für andere Sachen. Das heißt, der macht ja sowieso erstmal nichts. Ach, da habe ich ja sogar einen drin. Und der macht auch die ganze Zeit Werkzeuge. Ist schon mal gut. Aber der hat jetzt eh nichts zu tun, weil wir brauchen ja erstmal Dings halt, ne? So, hier haben wir 18.000 an Dings drin. An Dings, ich sag auch mal Dings. Tu mal. Oh nein, die müssen wir auch noch einsetzen. Entschuldigung, die Honigleute. Es tut mir leid, dass wir den Honig nicht eingesetzt haben. Gut, jetzt setzen wir. Guck mal, jetzt holt er den Honig raus. Und da ist ein Bär drin. Ich glaub's ja nicht. Wo ist der Jäger, wenn man ihn braucht? Hier, komm. Huh? Nein. Ja, komm hier. Komm mal hier an. Guck mal, wer hier ist. Hier ist Vater Bär. Papa Bär ist hier. Aber jetzt nicht mehr. Papa Bär, jetzt nicht mehr. Geil. Entschuldigung. Oh, der Mond ist aufgegangen. Ist ja ein Ding. Dass hier gerade ein Mond ist, hätte ich ja nicht gedacht. Oh, irgendwie cool sieht das aus hier, ne? So, mit den Honig hier. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Was ist hier los? Aber ich hätte zu so einem Job gar keine Lust. Erstens hätte ich Angst, dass die Bienen mich andauernd stechen. Gut, dann lasse ich die erstmal wieder raus. Dann kann die andere Sachen machen. So, die Windmühle wollen wir noch nicht machen. Wir wollen ja hier Gerste machen, richtig? Hier wird ja Gerste gemacht. Nein, Gerste, keine Kartoffeln. Dann ernte die Kartoffeln und macht daraus Gerste. Scheiße, dann werden wir das nicht schaffen. Dann macht daraus Kartoffeln. Scheiße, habe ich halt missgebaut. Dann mache ich das anders. Dann mache ich hier ein Feld hin. Dann mache ich hier ein Feld hin. Zack, so. Mache ich den hier in der Mitte. Mache ich die Scheune dazu. Die. Nein. Die dazu. Und dann werde ich hier Gerste machen. Ist zwar auch scheiße, weil. Naja, ich hoffe, der tut ihn trotzdem hier rein dann. Naja. 25 Honig, okay, sehr gut. Im Lagerhaus haben wir momentan nichts da. Hier ist die Scheune, die wird schon gebaut. Oder der Marktplatz, der eigentlich kein Marktplatz ist, aber egal. Dann müsste ich hier so eine Art Lagerhaus noch machen. Wäre doch eine Idee, oder wenn ich hier jetzt auch noch so eine Art Lagerhaus mache für die Häuser. Und dass ich dann hier so einen Strich mache, zack, und dann mache ich da wieder Felder hin. Dann können hier nämlich die Häuser weiterbauen. Weil ich habe ja hier jetzt einfach irgendwas gemacht. Warte mal, ich müsste mal gucken, wie das aussieht. Ich müsste vielleicht nochmal so einen Weg machen. Einen Weg. Also ich bin gerade so nachdenklich am Überlegen auch. Teilweise. Ja, so. Genau. Dann geht das wieder rüber. Ach so, es ist alles ein bisschen langsam, okay. Ich mache ein bisschen schneller, aber sonst wächst das ja nicht. So, dann mache ich hier spätes Frühjahr. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird damit nicht fertig. Also wenn er mit fertig wird, dann gut ab dafür. Dann werde ich aber.
Ja, dann werde ich aber gleich ganz schnell hier Gerste machen, damit er das eintragen. Dann werde ich nachher hier Kartoffeln machen und da hinten dann Gerste. Oder ich mache zwei Felder Gerste oder was. Dann muss ich mal gucken. Und dann können wir mal gucken, was der Bäcker machen kann mit Gerste. Savo ist erster geworden, genau. Älter geworden, meine ich natürlich. Wir haben 16 Kinder. Alter, wir haben 16 Kinder. Ja gut, das läuft. Komm, ich behalte das jetzt gerade so im Auge. Ich glaube, ich habe was im Auge. Okay. Ich behalte das natürlich im Auge gerade. Hier ist ein Fuchs, der noch so ein bisschen wildert gerade. Aber sonst geht es einem gut. Wir haben immer noch spätes Frühjahr. So, nein. Ich gehe mal hier rein. Ja, ich will hier nicht bauen. Warum nicht? Ach, keinen Bock. Ja, komm doch einfach her wieder. Da hast du einen weiten Weg. Muss ich dir hier noch ein Haus hinbauen, damit du hier endlich baust? Was ist mit dem Erbauern überhaupt los, ey? Ja, hier einmal. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Hab keine Lust. Ja, hier kommen wieder Kartoffeln zum Vorschein. Okay. Hier wachsen die Kartoffeln langsam, aber nicht alle. Nicht alle Kartoffeln wachsen da. Ich habe jetzt hier einfach den in der Mitte ausgewählt, weil keine Ahnung warum. Ich könnte natürlich auch das Feld auch noch machen und dann sind nochmal zwei Leute weg. Ja, aber bin ja mal gespannt. Was ist denn eigentlich jetzt mit dem Fisch los? Okay, speichern tut er gerade, sehr gut. Wir haben 41, also viel Fisch kommt da auch nicht zustande, oder? Ja, okay, gut. Dann mache ich jetzt hier... Nein, kein Flachs. Schwein ist wieder von einem Dings erschlagen worden. Ach ja, ist ja immer so. Und ich stelle hier einen ein, damit er das macht endlich. Hier habe ich auch einen. So, der ist gleich fertig, die Vogelscheuche. Nein, ich renne nochmal weg. Mal gucken, wie viel Gerste der zusammenkriegt. Dann kann nämlich die Mühle endlich in Betrieb genommen werden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Und wie sieht es denn hier aus? Wir haben 15 Fische. Das heißt, die Fische wären natürlich auch sehr gern genommen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich würde die Fische jetzt erstmal und das Fleisch erstmal beiseite packen. Dann nehme ich die Milch auch noch weg, weil wir hatten ja 1000 Milch, glaube ich, jetzt haben wir nur noch 14 Milch. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen sparen und sammeln. Und deswegen, Kartoffeln haben wir alles frei, da können wir nehmen, wie wir wollen. Und irgendwas stimmt auch mit dem Obst nicht. Das heißt, wir müssen vielleicht mal gucken, dass wir noch ein paar Obstfelder machen. Aber wir haben ja nur Felder. Und Obstfelder müssen wir mal gucken, ob wir da mal auch mal so ein bisschen mehr machen. Dann müssten wir nämlich hier die Häuser langsam anfangen. Und dann könnten wir mal hier gucken, ob wir hier so ein größeres Feld kriegen für Apples und so weiter. Ich müsste das eigentlich mal gucken, wie das aussehen würde. Zack, und wenn ich jetzt hier einfach zack herbeigehe. Das wäre noch für einen Arbeiter. Das ist dann für zwei schon. Das ist auch für zwei. Das wäre dann schon für drei. Nee, doch für drei schon. Und der wäre schon für vier. Aber es wäre ein Riesenfeld. Aber drei reicht, ne? Wir wollen ja auch nicht überstrapazieren. Guck mal, einer ist schon wieder arbeitslos. Der hat keinen Bock darauf. So, das lasse ich dann schon mal bauen. Den einen kann ich schon mal... Ja, nee, den kann ich da schon mal hinmachen. So, dann wird der schon mal gebaut. Sind denn schon wieder hier... 800 Sommer. Wir haben Sommer. Wir können ja schon mal anfangen, die Ernte hier zu machen. Bevor hier gar nichts zustande kommt und wir hier nichts haben, weißt du? Weil die wachsen tun ja sowieso nach.
So, was ist hier mit Weizen? Ja, Weizen haben wir eigentlich jede Menge da. Und wir haben ja hier jetzt noch ein Feld, der uns hier Gerste bringt. Dann werden wir mit der Mühle hier mal ein bisschen Gerste machen. Ja, und dann würde ich sagen, da sind wir schon wieder in einer XXL-Folge gelandet, irgendwie schon 25 Minuten wieder. So viel wollte ich gar nicht machen, so viele Minuten. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, und schreibt doch mal echt in den Kommentaren, das Dorf sieht doch schon echt schnucki aus, oder? Also ich finde, das in der kurzen Zeit gemacht, finde ich richtig geil. Also wir sind über 120 Leute geworden. Also das finde ich mal echt lobenswert. Da kann man mal einen Daumen nach oben geben, oder? Also ich finde das richtig geil, das Dorf. Wenn es euch auch so gefällt wie mir, dann lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu VS Village. In diesem Sinne, haut rein, bis dann und ciao.